Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kollegen und liebe Gäste, da sind noch ein paar da. Was sich in den letzten Wochen vor unseren Augen als Fall Holm abgespielt hat, hat eine große politische, ja geradezu paradigmatische Bedeutung und übersteigt die Niederungen des Tagesgeschäfts. Es geht um die Kernfrage, was ist und für wen machen wir eigentlich Politik? Und wenn wir dieses Thema haben, kommen wir um den großen Soziologen, richtig, Max Weber, nicht herum. Aber vorweg. Wir haben ein klares Führungsversorgen des regierenden Bürgermeisters und der ihn tragenden, ehemals stolzen sozialdemokratischen Partei mit einem klaren antikommunistischen Profil, mit einem Willy Brandt, der den Bau der Mauer mit ansehen musste, aber eben auch noch das Glück hatte, meine Damen und Herren, in Dankbarkeit ihr Ende mitzuerleben. Ich bin damals übrigens in diese Partei eingetreten. Ich weiß nicht, ob ihm gefallen würde, was hier für ein Spiel betrieben wird, denn beide, Sie, Herr regierender Bürgermeister, und auch Sie, liebe Kollegen der SPD, machen hier den Kotau vor Partnern, die nur noch Klientelpolitik für linke Randgruppen in unserer Stadt machen. Politik für die Mehrheit der Menschen in unserer Stadt ist für Sie, für diesen Senat, ein Fremdwort. Allen voran die Grünen frönen einer Immobilitätswende, die den normalen Arbeitnehmer, der pendelt und sein Auto nehmen muss und vielleicht auch nehmen will, massiv behindert und in den Stau zwingt. Sie machen das, weil es ihrer Gesinnung entspricht. Sie machen das, weil sie glauben, damit die Menschheit zu retten, darüber hinaus aber vergessen, dass es den Menschen gibt, den konkret fassbaren Menschen, den einfachen Menschen, der seinen Alltag bewältigen will, der sein Kind zuerst in die Schule bringt und danach zur Arbeit fährt und dann am Abend nochmal wieder zurück. Die Linken machen nur noch Politik für sich selbst, für ihre eigene Ideologie und, das ist in dieser Unverfrorenheit neu, für ihre eigenen Leute. Hier für einen Vertreter des sozialistischen Unterdrückungsapparats, dem er dienen zu müssen, glaubte, aus einem scheinbar höheren Weltverbesserungsverständnis heraus. Pustekuchen. Für wen haben wir Politik zu gestalten? Für die Menschen, die uns gewählt haben? Ja, aber nicht nur für diejenigen, sondern am Ende für alle, fürs Volk und übrigens für das deutsche Volk, auf das jeder sein Amtseid zu leisten hat, der in politische Verantwortung kommt, selbstverständlich für Sie auch. Und hier sind wir beim Stichwort Verantwortung. Max Weber unterscheidet zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Er hat dieses Begriffspaar geprägt, das die gegenwärtige Konfliktsituation treffend benennt. Gesinnungsethik führt nicht zum Erfolg praktischen Handelns im Resultat. Ja, der Erfolg ist gar nicht ihr Maßstab, sondern die Gesinnung ist Handlungsmotivation selbst. Gut allein ist der gute Wille. Dieser Gesinnungsethik stellt Max Weber die Verantwortungsethik gegenüber, die die Folgen einer Handlung bei der Handlungsentscheidung immer mit berücksichtigt. Ich nenne das auch politischen Realismus. Und das, liebe Genossen, war doch mal Ihr Thema, zumindest unter Helmut Schmidt. Bei ihm hätte es ein solches Führungsversagen nicht gegeben, aus Verantwortung für das Land. Haben Sie das alles vergessen, alles verdrängt, nur um des puren Machterhalts willen? Ihre Aufgabe, wir haben das insbesondere heute immer wieder gehört, ist, für mehr Sicherheit für den Bürger zu sorgen, nicht den eigenen Genossen zu versorgen, wie das die Linke tut. Herr Müller, fangen Sie an, Verantwortung für diese Stadt und Ihre Menschen zu übernehmen. Denken Sie darüber nach, für wen Sie eigentlich Politik machen. Opfern Sie diese Stadt nicht der Koalitionsarithmetik. Lassen Sie Toiletten Toiletten sein, kümmern Sie sich um wirkliche Belange der Menschen. Und trennen Sie sich von Herrn Holm und für was er stand und bis heute steht. Oder müssen wir, was es noch schlimmer machte, etwa davon ausgehen, dass das eine gezielte, ja bewusste Provokation war, ein Austesten einer bisherigen Schamgrenze, jetzt über 27 Jahre nach der Wende mal zu schauen, ob die SED- und Stasi-Verstrickung wieder gesellschafts- und regierungsfähig ist. Quasi als ein kleiner Akt der Vorbereitung von Rot-Rot-Grün im Bund. Wenn dem so wäre, dann haben Sie wirklich die sozialdemokratische Tradition des Antikommunismus und des politischen Realismus verraten. Ein Erbe, das, und jetzt hören Sie genau zu, wir als Partei des politischen Realismus aus der Mitte der Gesellschaft erben. Wenn das so ist, machen Sie nur weiter so. Dann wird sich nämlich bei der nächsten Wahl das Volk der Wähler von Ihnen trennen und Sie aus Ihrem Amt entlassen. Und das wäre dann auch gut so.